Hallo Leute, ich bin's mal wieder. Und weiter geht's mit der theoretischen Informatik, wobei ich jetzt eigentlich sagen müsste, so ein Mix aus Informatik und Mathematik. Denn jetzt, wo wir endlich mal diesen grauen Kontext, freie Grammatiken und so weiter und generell Grammatikenteil fertig haben, können wir weitermachen mit Binärzahlen. Ja, die braucht ihr tatsächlich ziemlich oft, weil ihr öfters mal irgendeine Zahl vielleicht mal binär kodieren müsst. Und ihr müsst ja theoretisch auch wissen, wie so eine Sache im Rechner dargestellt wird. Und deswegen zeige ich euch heute, wie man eben zunächst einmal ganz normale Dezimalzahlen in Binärzahlen umwandelt und umgekehrt. Gut, fangen wir an. Ich tippe jetzt einfach mal random irgendeine. Okay, die ist vielleicht ein bisschen groß. So eine Zahl in Dezimal. Also da schreibt man normalerweise im Index dann noch eine 10. Das spare ich mir jetzt. Da wir nur Dezimal und Binär haben, kann man das, glaube ich, relativ gut erkennen. Ich achte darauf, dass wir nicht mit 10 oder sowas zu tun haben. So, und jetzt wollen wir das Ganze in eine Binärzahl umwandeln, also 156. Und wie macht man das? Also ich fange jetzt mal leicht an, nur dass ihr mal die nächsten paar Videos versteht, wie man da auf Addition und so weiter kommt und wie man die ganzen Sachen so verrechnet. Das komplexere Umrechnen zeige ich euch dann irgendwann anders. Gut, also, wir machen als allererstes mal Folgendes. Wir teilen durch die höchste Zweierpotenz, die wir da drin irgendwie finden können. Gut, Zweierpotenzen solltet ihr tatsächlich im Kopf haben. Also, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Ihr solltet es mindestens bis 2048 können, wenn nicht sogar bis 4096 oder sogar noch höher. Aber wir sehen ja jetzt hier, 128 ist noch drin, 256 ist nicht mehr drin. So, jetzt können wir uns überlegen, was ist denn 128? Also 2 hoch wie viel ist 128? Und dazu brauche ich tatsächlich doch erstmal eine Formel, merke ich gerade. Packen wir uns das Ganze in eine Formel. So. Okay, also 128 ist, naja, gut. Also wir müssen uns erstmal überlegen, 1. Schreibe ich gerade meine neue Zeile. 1 ist 2 hoch 0. 2 ist 2 hoch 1. 4 ist 2 hoch 2 und so weiter und so fort. Und dann kommen wir bei 128, das solltet ihr übrigens auch ungefähr wissen, bei 2 hoch 7 raus. Also schreiben wir hier erstmal hin 2 hoch 7. Und dann ziehen wir einfach diese 128 von der Zahl hier vorne ab. Also schreiben wir plus. 156 minus 128 ist 28. Nein, das war keine Absicht, dass ich das so gewählt habe. Plus 28. So, jetzt können wir 28 wieder umschreiben. Ich schreibe da einfach mal noch ein Gleichheitszeichen hinten dran. Die 2 hoch 7 bleibt dann einfach stehen. Brauche ich tatsächlich wieder hier noch so ein Teil. 2 hoch 7. So, plus, so, und jetzt können wir überlegen, was ist denn 28 drin? Naja, 32 ist nicht mehr drin, 16 ist noch drin und 16 ist 2 hoch 4. Also 2 hoch 4 plus, okay, was ist 28 minus 16 ist 12. Und ja, 12 ist dann, lass mich das hier kurz in die Zwischenablage kopieren. Gut, 12 ist das höchste, was noch drin ist, ist 8. Also ist 8 plus 4. Ich schreibe das jetzt mal tatsächlich so kurz hin. Und ja, jetzt kann man sagen, 8 ist ja 2 hoch 3. Und 4 ist 2 hoch 2. So. Und jetzt haben wir das Ganze umgewandelt in Zweierpotenzen. Das geht tatsächlich wirklich mit jeder Zahl. Also das kann man echt so machen. Und jetzt können wir das Ganze einfach als Binärzahl hinschreiben, indem wir hier einfach noch eine Formel einfügen. Ich finde einfach die Formeln irgendwie angebrachter bei sowas, vor allem wenn man Potenzen drin hat. Okay, wir fangen an mit der ganz linksten Zahl, also mit der 2 hoch 7. Das ist quasi die siebte Stelle auf der linken Seite. 2 hoch 7, dann kommt 2 hoch 6, haben wir aber hier nicht in unserer Formel drin. 2 hoch 5 haben wir auch nicht drin. 2 hoch 4 haben wir einmal drin, 2 hoch 2 haben wir auch drin. 2 hoch 3 meine ich natürlich, 2 hoch 2 haben wir drin, 2 hoch 1 haben wir nicht drin. Also einfach von links nach rechts durchgehen. Da steht ja theoretisch davor einmal 2 hoch 7, einmal 2 hoch 4, einmal, ups, 2 hoch 3
Und einmal 2 hoch 2. Und so, jetzt ergänze ich hier noch mehr, damit es noch eindeutiger wird. Wir haben hier 0 mal 2 hoch 6 drin. Wir haben 0 mal 2 hoch 5 drin. Das kommt ja genau auf dasselbe raus. Und wir haben auch 0 mal die 2 hoch 1. Upsala. Jetzt will die Formel gerade nicht so, wie ich will. 2 hoch 1 drin. Und wir haben 0 mal die 2 hoch 0 drin, die ich tatsächlich da unten noch nicht eingetragen habe. Ich double. So. Ja, ups, das sind zwei Plusse. Okay. Also. Hier fehlt noch eine 0. Genau. So, jetzt können wir quasi einfach. Also theoretisch muss man von rechts anfangen, weil wir wissen ja nicht, wie weit wir nach rechts müssen, aber es ist. Nach links müssen, aber es ist egal, wo wir jetzt im Endeffekt anfangen. Jetzt nehmen wir einfach diese Zahlen hier vorne dran. Also 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Das ist dann genau das hier. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Und somit haben wir 156 als Binärzahl dargestellt. Gut. Ja, wie wandeln wir jetzt eine Binärzahl wieder um? Naja, das ist sogar noch einfacher. Also was heißt noch einfacher? Für das hier braucht man schon ein bisschen Kopf. Ich werde euch in den nächsten Tagen auch noch ein Video hochladen mit einem tatsächlichen Algorithmus drin, wo man dann einfach immer dasselbe machen muss quasi. Und ja, wo das dann quasi etwas standardisierter ausrechnet. Gut, ich nehme jetzt gerade mal diese Zahl hier wieder, von der wissen wir ja schon, was es ist, um zu überprüfen. Boah, es funktioniert sogar als Formel, wunderbar. Ob wir richtig gerechnet haben. Gut. Also machen wir genau dasselbe. Wir sagen hier 2 hoch 0 mal 0. Also 0 mal 2 hoch 0 ist ja 0. 0 mal 2 hoch 1. Also 2 hoch 0 nur zum Sagen ist 1. 2 hoch 1 ist 2. Und so weiter und so fort. Das solltet ihr ja dann hinkriegen. Genau. 2 hoch 1 mal 0 ist auch 0. Aber hier haben wir den ersten. Das ist dann 2 hoch 2. Was ist 2 hoch 2 als Dezimalzahl ganz normal ausgerechnet? 2 hoch 2 ist 4, weil 2 mal 2 4 ist, logischerweise. Plus, und dann das nächste, hier haben wir 2 hoch 3, also 0, 1, 2, 3. Wir müssen da halt mit 0 anfangen zu zählen, das ist ein bisschen ungewohnt. Wo war ich jetzt? Genau, 2 hoch 3, also 2 hoch 3 ist 8. Wir haben es einmal, also 2 hoch 3 mal 1, also 8. Und dann haben wir hier noch eine 2 hoch 4, also 16. 0 mal 2 hoch 5, 0 mal 2 hoch 6 steht hier und einmal 2 hoch 7. So, plus 2 hoch 7, naja, 2 hoch 7 ist 128. Und dann können wir das zusammen addieren und wenn wir uns vorher nicht verrechnet haben, dann kommen wir bei 156 raus. Ich glaube, ich habe mich nicht verrechnet vorhin. Ansonsten tut es mir leid. Ich glaube, es stimmt aber. Ja. Und so rechnet man das um. Also wieder zurückrechnen von binär in Dezimal ist deutlich leichter als umgekehrt. Denn für diese Richtung braucht man halt wirklich Kenntnis über diese Potenzen. Und man muss dann wirklich mit der größten anfangen, denn wenn ich jetzt hier mit 2 hoch 0 anfangen würde, klar, eine 1 steckt da drin, aber ob ich die 1 da unbedingt von abziehen sollte, das weiß ich natürlich noch nicht, ob es dann am Schluss aufgeht. Deswegen immer mit der höchsten Potenz anfangen, die ihr hier drin finden könnt. Also wir gehen quasi höher und sobald, also wir sagen, geht 2 hoch 1, 2, 3, oder 2 hoch 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passen alle noch da rein, also es sind kleiner gleich 156 und 2 hoch 8, 256 ist größer als 156 und deswegen fangen wir mit 2 hoch 7 hier an, so dass wir dann hier noch einen Rest drin haben. Gut, ja, das wäre dann zunächst einmal die grundlegende Umrechnung von Dezimal in Binär und von Binär in Dezimal. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Liken wäre natürlich super. Wenn ihr was nicht verstanden habt, schreibt mir Kommentare. Und ansonsten wäre ein Abo natürlich auch immer cool. Gut, und dann hoffe ich, dass ihr morgen wieder einschaltet. Bis dann. Ciao, ciao.